Dieses Video enthält Ausschnitte aus einer Online-Vorlesung, also bitte nicht wundern, wenn du mehrere Stimmen hörst, die miteinander diskutieren. Willkommen bei Physik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Mechanik, genauer um Druck und noch genauer um den Druck unter Wasser, also den hydrostatischen Druck. Es wird nämlich die Frage geklärt, warum man beim Schnorcheln im Meer nicht einfach längere Schnorchelrohre verwenden kann. Hat jemand von Ihnen vielleicht sich schon mal darüber Gedanken gemacht, warum man so kurze Schnorchel hat und nicht längere? Das wäre doch praktischer, da könnte man auch tiefer tauchen, oder nicht? Man würde ersticken. Ich würde es begründen mit, wenn der Schnorchel das Volumen der Lunge übersteigt, das Schnorchelvolumen, dann atmet man die ganze Zeit dasselbe Luftvolumen ein und aus und irgendwann hat man da keinen Sauerstoff mehr. Aber man könnte doch durch die Nase ausatmen. Wenn ich doch immer nur durch frische Luft einziehe, durch den Schnorchel, durch den Mund und atme dann durch die Nase aus. Das wäre eine gute Taktik. Genau, du würdest, deine Lunge würde sich zusammendrücken. Weil ja Meter Tiefe wirken ja dann zweimal Wasserdruck auf deine Lunge. Genau, der hydrostatische Druck auf deine Lunge ist viel größer als das, was du atmosphärisch durch den Schnorchel in die Tiefe atmen würdest. Deshalb nimmst du ja Druckluft mit. Ab einer gewissen Tiefe ist irgendwann vorbei, aber bis 10 Meter, was sind alle 10 Meter 0,1 Bar oder wie war das? Ein Bar. Nee, ein Bar. Ein Bar. Alle 10 Meter ein Bar. Denn ja. Wenn wir 10 Meter tief tauchen, dann hätten wir doch ein Bar als atmosphärischen Druck und das eine Bar vom hydrostatischen Druck dazu, hätten wir also 2 Bar. In deiner Lunge herrscht ja nur der atmosphärische Druck, weil du über den Schnorchel den Druckausgleich schaffst. Das heißt, auf deinen Körper bzw. auf deine Lunge wirkt ja von außen dann diese 1 Bar hydrostatischer Druck. Wenn du gut gebaut bist und gut trainiert, kriegt man das vielleicht noch hin, aber ab einer gewissen Tiefe wird einfach dein Brustkorb zusammengedrückt und du schaffst es nicht mehr einzuatmen. Dein Zwerchfell schafft das nicht mehr. Beim Einatmen unterscheidet man Brust- und Bauchatmung. Bei der Brustatmung werden die Zwischenrippenmuskeln beim Einatmen angespannt. Dadurch heben sich die Rippen und damit auch der Brustkorb und die elastischen Lungenflügel dehnen sich aus. Das vergrößerte Lungenvolumen lässt mehr Außenluft über die Luftröhre einströmen. Bei der Bauchatmung wird das Zwerchfell angespannt, das unterhalb der Lunge zwischen Brust- und Bauchhöhle liegt und die Form einer Doppelkugel hat. Durch die Anspannung flacht sich die Kuppel ab und der Brustraum wird nach unten hin vergrößert. Die Lungenflügel dehnen sich nach unten aus und bieten ebenfalls Platz für Außenluft, die in die Lunge einströmt. Beim Ausatmen spannen Muskeln und Zwerchfell sich nicht an, im Gegenteil. Das Zwerchfell entspannt sich und dehnt sich wieder nach oben aus. Die Lungenflügel fallen wieder ein, was den Brustraum verkleinert. So wird die Atemluft wieder aus der Lunge rausgepumpt. Brustkorb und Zwerchfell gehen beim Ausatmen also passiv aufgrund ihrer Elastizität in ihrer Ausgangsstellung zurück. Das Lungenvolumen ist jetzt am kleinsten. Wenn man aber taucht, dann presst das Wasser ab einer bestimmten Tiefe die Lunge auf genau dieses kleinste Volumen zusammen. Die Lunge hat dann beim Einatmen und beim Ausatmen dasselbe Volumen. Zwerchfell und Zwischenrippenmuskeln sind zu schwach, um die Lunge gegen den hohen Außendruck auseinanderzuziehen. Die Lunge kann nicht mehr pumpen. Folge, man erstickt. Sie können das Experiment auch ganz einfach machen mit einer PET-Flasche. Also Sie nehmen eine PET-Flasche an der Oberfläche, schrauben die zu und bringen die auf 2 Meter unter Wasser. Dann wird die ihre Form ein bisschen verändern, aber nicht viel. Wenn Sie dagegen eine PET-Flasche mit einem Schlauch verbinden, das eine Schlauchende bleibt oben an der Luft, dann werden Sie feststellen, dass die Flasche sich zusammendrückt, weil der hydrostatische Druck auf diese 1 Bar, die da drin sind, drückt. Einer gewissen Tiefe wird einfach dein Brustkorb zusammengedrückt und du schaffst es nicht mehr einzuatmen. Ich hoffe, du atmest noch und klickst mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank. Ciao.